Herzlich willkommen bei Feuer Willi, das bin ich. Wir werden heute noch mal so ein paar Quick-Tipps machen zum Thema Schläuche, Schlauchpakete. Unter anderem werden wir auch gleich noch mal gucken, gibt es verschiedene Schläuche? Ne? Den Standard und das Superteil. Jetzt kommen wir gleich mal zum Rino, der ist nämlich besonders. Das schauen wir uns jetzt mal an, okay? Los geht's. Das ist jetzt hier so ein 30 Meter, hier steht es noch drauf, ein 30 Meter Reno. Ne? Das heißt, das ist Eschbach übrigens und das heißt, das ist meiner, ne? Feuer Willi. So, gut, das Besondere ist erstmal, die normalen Schläuche, wie dieser Buffalo zum Beispiel, die gibt es in enormen Größen von 52 und 42 mm. Wenn er eine Truppmann-Ausbildung war, der weiß das noch, oder Truppmitgliedausbildung, der hat nur 38. Okay, wir werden diese beiden Schlauchpakete nochmal live unter Druck setzen. Das machen wir mal einen anderen Tag mit unseren AGT-Freunden. Vielleicht auch Marvin gerade in der Kamera, vielleicht hat er auch Bock. Dann werden wir nochmal die Schlauchpakete, das und das, was wir jetzt gleich bauen, nochmal unter Druck setzen. Das hat nämlich nur 38 mm, ist also dünner. Gehen aber trotzdem 600 Liter Wasser durch für den Innenangriff. Perfekt, also mehr Wasser. Man will das Ding ja auch im Innenangriff nicht, man will uns ja auch nicht dampfgaren. Ne? Mit Wasser ist natürlich ein bisschen sparsamer im Innenangriff. Will das Feuer nicht ausfluten, sondern gezielt auslöschen, runterkühlen. Genau, und diesen werde ich jetzt mal kurz zum Schlauchpaket aufwickeln. Wie gesagt, und der ist halt ein bisschen schwerer wie der andere, weil er ist außen noch gummiert. Okay, aber ich würde sagen, diese Vorteile von diesen außen gummierten, warum das moderner ist, warum das auch viele Feuerwehren dazu immer mehr umsteigen, machen wir dann in der Praxis, okay? Das würde ich jetzt einfach hier wie eben. Noch nagelneu, der Schlauch. Also ich glaube, hier verzichte ich auf dieses, weil der sieht nicht so aus, ob da irgendwie Luft reinkommt. Da mache ich jetzt einfach mal so ein Schlauchpaket von fertig. So, übrigens kann man auch entweder diesen Griff raufbauen. Oder jetzt habe ich mal eine Variante ohne Griff, geht auch. Man hat ja lauter Griffe dran, ne? Ja, der fässt sich ganz anders an, ne? Das ist schon eine andere Art Schlauch, also wie ich ihn sonst auch nicht kenne. So, ähnliches Bild wie vorhin. Ich nehme die Seiten wieder raus. Also man hat schon das Gefühl mit diesem Schlauch, dass das schon irgendwie ja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen blöd, aber es fühlt sich irgendwie hochwertiger an als diese ganz normalen Schläuche. So, hierzu möchte ich noch sagen, man kann hier diese Kabelbinder nehmen. Die habe ich auch vom Feuerwehrlieferant. Man kann natürlich auch aber auch Kabelbinder nehmen. So haben wir auch schon gemacht, geht auch. Ne? Oder anderes Klettband. So, dann macht man das hier so rum. Und da bitte denkt dran, dass das richtig schön stramm ist. So, und einmal unten, ich nehme das hier schon mal raus, bei dem will ich jetzt mal richtig stramm machen. So. So. Ich muss sagen, gewichtsmäßig relativiert sich das eigentlich, wenn wir noch mal vergleichen. Also jetzt zum direkten Vergleich muss ich sagen, gar nicht so unterschiedlich, wie ich erst dachte, als ich sie beide aufgewickelt hatte. Ja, ist ein bisschen leichter, aber es geht. Also das ist eigentlich der für mich ideale Innenangriffsschlauch. Werden wir aber, wie gesagt, in der Praxis noch mal gucken. Und genau, so sehen sie aus. Und wen es da interessiert, das ist halt der Buffalo, das ist der Reno. Da kann man ja mal schauen. Und ja, und auf meiner Facebook-Seite hatte ich auch darüber zu Weihnachten Gewinn ausschreiben. Also man konnte genau den Schlauch gewinnen. Und da freuen sich auch schon welche. Könnt ihr mal gucken auf der Facebook-Seite, wenn ihr Lust habt.
Ja, wie gesagt, das zum Thema Schaupaket. Praxis gibt es noch mit Marvin und Marvin. Und könnt euch schon darauf freuen. Und dann machen wir noch ein bisschen Action. Dann seht auch mal, was passiert, wenn man die so unter Druck setzt. Okay? Ja, lasst ein Abo da. Ich freue mich. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte somit jetzt alle Fragen für euch schön aufarbeiten. Und eigentlich so das Thema Schlauchpakete, Vorbereitung. Das machen wir ja in Ruhe. Genau wie man diese Schlauchtragekörper in Ruhe fertig vorbereitet mit 7-to-go oder was auch immer. Das macht man vorher, sowas. Im Einsatzfall, da kommen wir zu in der Praxis. Alles klar? Bis denn. Euer Feuerwilli. Tschüss. So Leute, los geht's.